Was halten Sie von der Einführung einer City-Maut? Kann nicht sagen, ist mir egal. Ich wohne in Bregenz, ich arbeite in Bregenz. Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir weniger Verkehr haben, ist es vielleicht besser, aber Bregenz ist ja ein Nadelöhr. Und das werden wir, das Problem werden wir immer haben. Einführung einer City-Maut, ja, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist einfach schade, dass man Bregenz nicht die Unterflur gemacht hat. Das hat man versäumt. Und jetzt, was soll man machen? Jetzt ist es schwierig. Und ich glaube, bei Öffnung der zweiten Röhre wird es nicht viel besser. Der Verkehr in Bregenz, das ist, glaube ich, kaum zu lösen. Ja, das wäre höchste Zeit. Das wäre einfach das Wichtigste, weil es sind einfach so viele Verkehrsteilnehmer, die nur über die Landstraße fahren. Und ich bin der Meinung, dass die einfach kein Maut zahlen möchten. Relativ wenig. Wir zahlen genug Mauten. Wir zahlen genug Maut in Österreich, finde ich. Ich glaube, City-Maut hat in dem Sinn in Österreich nicht die Wirkung. Glaube ich nicht. Nicht sehr viel eigentlich. Also die Mauten sollte man komplett eigentlich in Vorarlberg abschaffen. Komplett abschaffen, weil das bringt nichts, weil das Chaos da mit dem Verkehr ist katastrophal. City-Maut? Ja, also da weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Da müssen wir noch überlegen, was das bringt.